Kosten für Strom sowie Gas und damit maßgeblich fürs Heizen explodieren regelrecht. Möglichst viel Energie einzusparen lautet das Gebot der Stunde. Doch wie kann sinnvoll und sorgfältig mit Raumwärme umgegangen werden? Sollten einzelne Räume vielleicht besser gar nicht geheizt werden, um Energie einzusparen? Ist es besser, nicht zu lüften, damit keine Wärme verloren geht? Aber was kann das wiederum für Folgen haben? Erhöht dies womöglich die Gefahr von Schimmelbefall? Diese und viele weitere Fragen beantwortet heute Diplom-Ingenieur Architekt Oliver Klein, Energieberater der Verbraucherzentrale in Oberhausen und Sachverständiger für Schimmelpilzbewertung. In unserem neuesten Clip der Reihe Wissen to go von Volkshochschule und Arbeit und Leben soll es genau um dieses Thema gehen. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, Herr Klein, und uns helfen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und deswegen würde ich auch gerne mit einer etwas größeren oder einer allgemeineren Einstiegsfrage beginnen, Herr Klein. Sie sind ja Energieexperte oder genauer gesagt auch Energieberater bei der Verbraucherzentrale NRW und auch zuständig hier für Oberhausen. Für all diejenigen, die vielleicht noch keinen Kontakt mit der Verbraucherzentrale hatten oder vielleicht auch nicht genau wissen, was macht eigentlich so eine Verbraucherzentrale und wie hat man sich eine Energieberatung bei einer Verbraucherzentrale vorzustellen? Das wäre mein Einstieg. Ja. Gut, zunächst zu den Aufgaben der Verbraucherzentrale. Wir beraten und informieren in erster Linie und zwar zu allen Fragen rund um den Verbraucheralltag. Also Ziel ist, die Verbraucherinnen und Verbraucher so weit zu stärken, dass sie auch ihre berechtigten Interessen durchsetzen können gegenüber Anbietern. Und das Spektrum ist da relativ breit, also und variiert auch. Also wir machen das in Nordrhein-Westfalen an über 60 Standorten mittlerweile, also auch hier in Oberhausen. Und das variiert natürlich von Standort zu Standort. Was wir anbieten im Bereich Beraten, Informieren, ist dann auch die Energieberatung ein Punkt. Mhm. Ja, also da beraten wir rund um das, also zum Thema Energiesparen rund ums Haus. Mhm. Ja. Und das ist so speziell meine Aufgabe als Verbraucherzentrale. Aber es gibt natürlich auch eine Menge andere Themen, wo wir Verbraucherinnen und Verbraucher wie gesagt, entsprechend das Rüstzeug geben können, sich so weit zu informieren, dass sie auch ihre Interessen durchsetzen können und eventuelle Fallstricke vermeiden können, die oftmals zusammenhängen mit Verträgen, die man schließt. Und das ist so das Spektrum. Also wir beraten da tatsächlich hier in Oberhausen zum Thema Mietrecht, Vertragsrecht allgemein, Reiserecht. Und aber auch zum Thema Energiearmut. Also es gibt da auch eine Kollegin, die kümmert sich gerade aktuell auch natürlich verstärkt um das Thema, weil es kommen jetzt auch immer mehr Leute zu uns, die tatsächlich nicht wissen, wie sie ihre Energierechnung bezahlen sollen. Mhm. Also das ist so das, was wir machen. Und in der Energieberatung ist es tatsächlich so, wir machen das. Wie machen wir das Informieren? Wir machen es tatsächlich, das Informieren und Beraten über Vorträge, über Broschüren, die wir herausgeben, Ratgeber im Bereich Energieberatung, also auch individuelle Beratung bieten wir an. Und im Bereich Energieberatung ist das auch tatsächlich eine individuelle Energieberatung per Telefon und mhm. Videoberatung, aber auch vor Ort in der Beratungsstelle. Ja. Das heißt, nachgefragt, jede Einzelperson oder jeder Oberhausener und jede Oberhausenerin kann zu Ihnen kommen, wenn man sozusagen Informationen zum Thema Energie braucht oder wenn man, wie Sie schon geschildert haben, gewisse Probleme hat, beispielsweise mit der Abrechnung genau. des also genau, Energieversorgers. Gut ist immer, wenn man uns vorher anruft und einen Termin macht. Teilweise kann man Termine auch jetzt für die Video- und Telefonberatung im Bereich der Energieberatung, kann man das auch online machen. Und ansonsten haben wir auch eine Energiesprechstunde tatsächlich wöchentlich im Technischen Rathaus in Stärkrade. Mhm. Da kann man uns sogar ohne Termin aufsuchen. Und diese Angebote, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, also wir sind gemeinnützig und wir werden natürlich auch unterstützt, also auch hier in dem Fall von der Kommune in Oberhausen. Und dadurch können wir die meisten Leistungen tatsächlich, also im Energieberatungsbereich tatsächlich auch kostenlos anbieten. Und in Stärkrade, die sogenannte Energiesprechstunde, ist dann dementsprechend auch kostenlos. Aber auch da ist es hilfreich anzurufen, aber im Grunde kann man auch tatsächlich einfach uns aufsuchen, immer mittwochs vormittags von 10 bis 13 Uhr. Oh. Für die Oberhausen allerdings, muss man sagen, weil die Stadt Oberhausen uns entsprechend unterstützt. Das gibt es nicht in jeder Kommune. Ja, gut zu wissen. Also für diejenigen, die das bisher noch nicht in Anspruch genommen haben, kann das ja auch im Nachgang dieses Beitrags auch eine Option sein, um sich sozusagen tiefergehend noch damit zu beschäftigen.
dann hatte ich ja eben erwähnt in meiner Einleitung, neben Ihrer Arbeit als Energieberater sind Sie zudem auch noch Sachverständiger für Schimmelpilzbewertung. Und da stellt sich für mich einfach mal die Frage, weil es ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, wie gehören eigentlich diese beiden Themen zusammen, sozusagen auch in Ihrem Arbeitsprofil? Ja. Also die Themen, die hängen sehr eng miteinander zusammen. Also es ist tatsächlich so, also Energieverbrauch und Schimmelpilzrisiko hängt immer stark von der Qualität des Gebäudes zusammen, in dem man wohnt, also von dem Dämmstandard des Gebäudes, aber auch tatsächlich vom Nutzerverhalten. Also es beeinflusst das eine wie das andere. Und man muss natürlich schauen, wenn man die Zusammenhänge verstehen will, wie das wirklich tatsächlich zusammenhängt, dann ist es tatsächlich so, dass man sich verdeutlichen muss, wie Schimmel entsteht. Ja, tatsächlich ist es so, Schimmel entsteht immer dann, also Schimmelbefall. Und wir betrachten dann jetzt ja, ich sag mal, den Innenraum, also der Schimmelbefall entsteht ja doch im Wohnungsbereich, an den Innenoberflächen der Außenwände in erster Linie. Und damit da Schimmelbefall entstehen kann, braucht es immer Feuchte. Also es ist immer Feuchte im Spiel. Ja? Und und diese Feuchte hat verschiedene Ursachen. Und das kann sein, dass einfach von Feuchte, wir sprechen dann von Feuchte von außen, das heißt also durch beispielsweise eine Überschwemmung, ein Hochwasserereignis, kann natürlich Feuchtigkeit eingetragen werden. Es kann ein Rohrbruch entstehen, durch den Feuchte dann ins Gebäude gelangt. Aber das sind Sachen, die können passieren. Und da ist auch relativ schnell die Ursache dann auch auszumachen und der Schimmelschaden zu beseitigen, wenn er dann da ist und die Feuchte. Aber das andere ist, und das ist fast vielleicht für unser Thema heute, das Wichtigere, das ist tatsächlich die sogenannte Feuchte von innen. Das heißt also Feuchte durch das Nutzerverhalten. Und das spielt halt tatsächlich rein das Lüften. Ja, würden wir gleich wahrscheinlich nochmal drüber sprechen können. Man muss sich aber auch einfach vergegenwärtigen, dass tatsächlich allein durch das Wohnen, also noch nicht mal unbedingt, dass man jetzt einen Rohrbruch hat oder sonstige undichte Stellen oder so, wo Wasser eindringt, einfach das Wohnen alleine sorgt schon dafür, dass viel Feuchtigkeit im Raum ist. Das heißt also, wir geben wirklich tatsächlich, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, ist es tatsächlich so, eine dreiköpfige Familie, da wird allein durch das Wohnen, durch die Nutzung der Wohnräume 6 bis 12 Liter Feuchtigkeit produziert am Tag. Ne? Mhm. Und da gilt es schon, über eine entsprechende Lüftungsstrategie auch diese Feuchte wieder abzuführen. Ne? Also und diese Feuchte, die dann letztlich einfach durch das Wohnen eingebracht wird ins Gebäude, schlägt sich halt an den kalten Innenoberflächen nieder von Außenwänden. Und da sieht man auch, dass natürlich das Thema Dämmung da reinspielt und auch die Temperatur natürlich, ne, dieser Wände. Und da sehen wir jetzt vielleicht jetzt so vorweg so eigentlich so den größten, den Zusammenhang, den wir haben da bei dem Thema. Zum Thema Schimmel, das heißt, ne, und so ist ja auch der Zusammenhang, den man ja auch dann liest oder beziehungsweise der ja auch Anlass dieses Beitrages mit ist, dass das Thema Heizen tatsächlich jetzt auch nicht ohne das Thema Schimmelpilz gesehen werden kann, beziehungsweise muss so geheizt werden, dass es auch Schimmel gleichzeitig vorbeugt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Auf jeden Fall steht ja ohnehin das Thema Heizen im Moment sehr groß im Fokus der Öffentlichkeit. Die Heizperiode hat seit kurzem begonnen. Gerade jetzt, die letzten Tage, sind dann wirklich mal kühler geworden nach längeren, sehr doch überraschend warmen Wochen. Und gleichzeitig, und das hatte ich ja auch eingangs schon erwähnt, schweben im Moment immense Kostensteigerungen beim Strom und eine wahre Preisexplosion beim Gas im Raum. Und auch noch immer wieder die Frage, wie überhaupt sich die Versorgungslage darstellt, jetzt über den Winter hinweg. Also man kann das zusammenfassen unter dem Stichwort, es gilt natürlich, so viel Heizenergie wie möglich einzusparen. Und da die Frage direkt an Sie, wie kann das gelingen? Wie kann sozusagen sinnvoll und sorgfältig mit Raumwärme umgegangen werden? Und das auch vor dem Hintergrund des eben genannten Themas, nämlich dass man beachten muss, dass es nicht nur ums Sparen der Energie geht. Ja, also wenn wir jetzt erstmal vielleicht nochmal zum Energiesparen, vielleicht möchte ich auch noch ergänzen, dass dieses Thema
Luftaustausch, hatte ich erläutert, spielt eine große Rolle. Das heißt also Feuchtigkeit, die einfach durch die Nutzung anfällt, muss abgelüftet werden. Und wenn man lüftet, dann, ich hatte das eben mit der richtigen Lüftungsstrategie bezeichnet, sollte man möglichst effizient lüften. Das wollte ich nochmal ergänzen, da werde ich aber nachher dann auch nochmal was zu sagen. Weil natürlich jeder Lüftungsvorgang im Winter natürlich auch mit einem Heizwärmeverlust einhergeht. Ne? Also die warme Luft, die dann entweicht, die muss ja auch wieder... Es wird dann wieder durch Frischluft ersetzt und das muss dann entsprechend, damit ich mein behagliches Innenraumklima habe, muss natürlich die Luft auch wieder aufgeheizt werden. Also das nochmal vorweg. Ansonsten ist dieses Thema Energiesparen natürlich, wenn Sie darauf jetzt zunächst ansprechen, ist es tatsächlich so, um sorgfältig mit der, so wie Sie es ausgedrückt haben, mit der Heizwärme umgehen zu können, sollte man tatsächlich ein Gebäude erstmal dämmen. Ne? Mhm. Also das ist einfach, das ist so, wir haben es jetzt ja auch in den letzten Wochen vermehrt gehört, viele können es auch nicht mehr hören, aber das Thema erstmal ein Pullover anziehen, ja, das gilt im Grunde auch für das Gebäude. Ja. Also man muss sagen, also man sollte erstmal dafür sorgen, dass möglichst wenig Wärme, weil die Wärme, Raumwärme wird, klar, durchs Lüften abgegeben, aber auch wenn die Fenster zu sind, geht natürlich immer Wärme durch die Außenhülle, sprich durch Fenster und Wände und durch Sach natürlich. Und deshalb ist also dieses Prinzip, erstmal Pullover anziehen, gilt eigentlich auch fürs Gebäude. Jetzt ist es natürlich so, dass man da als Eigentümer schon Einfluss drauf hat, aber als Mieter in der Regel nicht, ob ein Gebäude gut gedämmt ist. Und deshalb ist das Nutzerverhalten da eigentlich von entscheidender Bedeutung. Und genau, und da können wir vielleicht auch gleich tatsächlich nochmal drüber sprechen, was eigentlich für den Mieter, ich meine, das, was man durch das Nutzerverhalten beeinflussen kann, gilt natürlich auch für den Gebäudeeigentümer, soweit er selber, also gilt eigentlich für alle, ne? Also auch für den Eigentümer, der seine Immobilie selber nutzt. Ne? Und da gibt es vielleicht so ein paar Stichpunkte. Also es ist natürlich grundsätzlich so, dass man zunächst darüber nachdenken sollte, brauche ich in jedem Raum die gleiche Raumtemperatur? Mhm. Ne? Also man hat ja Bereiche, Wohnzimmer beispielsweise, die gute Stube, da hat man das vielleicht das höchste Wärmebedürfnis, vielleicht jetzt noch neben dem Bad, da ist das sogar vielleicht noch mal etwas höher. Aber es gibt ja auch Bereiche, also da, wo man Nebenräume, Flure, wo man einfach mal mit der Temperatur runtergehen kann. Mhm. Ne? Also das wäre schon mal vielleicht das Erste, dass man den Temperaturbedarf, je nach Nutzung, im Gebäude tatsächlich raumweise anpasst. Ne? Mhm. Und man muss sich nämlich auch vorstellen, dass ungefähr 1 Grad weniger Raumtemperatur 6% Energieeinsparung bedeuten. Ja? Das heißt jetzt aber nicht, um das vielleicht jetzt auch vorwegzunehmen, dass Sie jetzt beliebig mit der Temperatur runter können. Ne? Weil dann kriegen wir das Thema eventuell, dann erhöht sich natürlich das Schimmelpilzrisiko. Ne? Also, aber nichtsdestotrotz sollte man schon überlegen, welche Räume man vielleicht weniger stark beheizen muss. Ne? Eben vor dem Hintergrund dieser Energieeinsparung, die da drin steckt. Ne? Gibt es da irgendwie so eine Temperatur, ab wann sozusagen die Problematik mit dem Schimmelbefall entsteht? Kann man das irgendwie festhalten? Ja, das kann man schon eigentlich sagen. Also unterhalb von 16 Grad Raumtemperatur wird es tatsächlich kritisch. Ja, also da steigt auf jeden Fall die Schimmelgefahr immens. Ne? Ja, also, und ansonsten ist ja im Prinzip so eine Durchschnittstemperatur von 20 Grad eigentlich so das, wo die meisten sich wohlfühlen. Mhm. Ja. Also 19 Grad ist sowas, wo wir sagen würden, so als das sollte man eigentlich für die wirklichen Räume mit einer Wohnnutzung jetzt vielleicht auch nicht dauerhaft wirklich unterschreiten. Ja. Wie gesagt, fürs Wohnzimmer, fürs Badezimmer. Vielleicht kann man im Schlafzimmer da weiter runtergehen, aber dauerhaft unter 16 Grad sollte man nicht gehen. Vor allen Dingen nicht, wenn man auch noch im Haus wohnt. Also wenn man jetzt abwesend ist längere Zeit, dann kann man schon runtergehen. Ne? Aber wenn Sie sich vorstellen, Sie haben in einer bewohnten Wohnung oder in einem Haus, haben Sie jetzt Zimmer, die wirklich unter 16 Grad sind und Sie haben andere Bereiche, wo Sie dann eine höhere Temperatur haben, dann kann es tatsächlich sein, selbst wenn Sie die Türen schließen, was ja zu empfehlen ist, wenn Sie die Räume unterschiedlich temperieren, sind die Türen nie so dicht, dass nicht doch dann die warme Luft, die ja immer warme Luft speichert, mehr Feuchtigkeit als kalte, das heißt also die warme, feuchte Luft, die einfach feucht ist durch die Anwesenheit der Bewohner, gelangt in die kälteren Räume und da sind dann auch die Raumumschließungsflächen, also die Wandflächen, die Außenwandflächen entsprechend kälter, weil der Raum ja unbeheizt ist und dann kann es da zu Kondensat kommen. Und das ist ja die Kondensatgeschichte, ist ja, also wir haben ja eben gesagt, es kann Wasser von außen eindringen, aber von innen ist ja das Thema Kondensat.
Das heißt also, die Raumluftfeuchte kondensiert an den kalten Oberflächen. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie eine Flasche im Sommer aus dem Kühlschrank holen, dann ist da ja auch so, so ein Kondensator. Und so muss man sich auch vorstellen, das muss man noch nicht mal sehen. Also für Schimmel reicht das schon, wenn Sie da eine relative Feuchtigkeit von 70-80% haben. Und wenn dann die feuchte Luft aus den angrenzenden Räumen in die kalten Räume kommen kann, gerade in den Raumecken, wo ja auch immer so sogenannte Wärmebrücken sind, also besonders kalte Bauteiloberflächen im Inneren, kann es dann zu Schimmelproblemen kommen. Also von daher sollte man, wenn man dauerhaft anwesend, nicht unter 16 Grad auch in den Nebenräumen gehen. Ja. Okay, das heißt, man sollte sozusagen einen Mittelweg gehen. Wie sieht das aus mit Heizungsanlagen, die man dann beispielsweise über Nacht ausstellt oder ähnliche Dinge? Ist das zu empfehlen? Oder? Ja, also über Nacht empfehlen wir das schon, eine Nachtabsenkung dann. Ne? Ja, ja, das schon. Ne? Nur es geht da wirklich dauerhaft darum, dass man sollte sowieso, dieses Thema Nachtabsenkung, das ist was man auf jeden Fall auch, wenn es jetzt nochmal, vielleicht wenn wir jetzt schon mal vorgreifen, auch auf andere Themen, wo man noch Energie sparen kann, ist eine Nachtabsenkung sicherlich da das Richtige, ja. Ja, genau. Eigentlich haben Sie mir zum Teil ja auch schon Fragen super beantwortet. Das wäre nämlich auch mein Punkt gewesen, wie das hier mit den Räumen und der Verteilung aussieht. Aber da hatten Sie ja gerade schon gesagt, dass es besser ist, doch alle Räume auf jeden Fall zu heizen, wenngleich man da ja mit unterschiedlichen Temperaturen agieren kann. Vielleicht so als Faustformel dazu. Mhm. Also man sollte nicht mehr als 5 Grad Temperaturunterschied haben dann zwischen den Räumen. Also es kommt dann ja ungefähr hin mit den, was ich eben gesagt habe, 20, 21 Grad in den Wohnbereichen und 16 Grad vielleicht maximal, also nicht drunter in den Nebenbereichen. Dann kommen wir ungefähr hin mit den 5 Grad. Also das sollte man nicht unterschreiten wegen dieser eben geschilderten Effekte. Mhm. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie kriegt man das geregelt? Also da denke ich, man kennt das, man hat ja doch ein Thermostat, man weiß auch ungefähr, auf Stufe 2 sind 20 Grad Raumtemperatur, auf Stufe 3 sind 20 Grad Raumtemperatur, auf 2 sind es dann ungefähr 16. Also, aber man sollte sich auch nicht darauf verlassen. Man sollte vielleicht auch tatsächlich mich einfach mal ein Thermometer in den Raum stellen und mal gucken, ob das auch übereinstimmt. Mhm. Ne? Weil das ist von Thermostat zu Thermostat anders. Und wenn es dann darum geht, die Räume nach je nach Nutzung und Bedarf dann zu regeln, hilft natürlich tatsächlich ein programmierbares Thermostat auch. Ne? Wo man dann auch wirklich sagen kann, jetzt von mir aus abends schaltet dann das entsprechend runter. Und ohne dass man in jeden Raum gehen muss und dann nochmal da händisch das einregulieren muss, kann das natürlich eine Hilfe sein. Gibt es auch mit Smartphone-Anbindungen. Also das kann einem schon helfen, gerade wenn es um die unterschiedlichen Temperierungen in unterschiedlichen Bereichen geht, kann so programmierbare Bereiche, je nach Nutzung dann der Räume, kann einem das schon da helfen dann. Ne? Genau. Dann hatten wir auch gerade schon kurz das Thema Lüften angesprochen, ne, dass die Wärme natürlich nicht verloren gehen soll. Haben Sie da vielleicht konkrete Tipps oder Hinweise, welche Art des Lüftens oder wie man das am besten machen sollte, dass man sozusagen genau dem gerecht wird, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, die Wärme zu erhalten, aber trotzdem den Luftaustausch zu ermöglichen, so gut es eben geht. Genau. Also da ist das tatsächlich das Lüften im Winter halt das Thema. Im Sommer ist es kein Problem natürlich, aber im Winter möchte man natürlich man möchte das hygienisch Erforderliche tun. Also also nur so viel lüften, wie es hygienisch erforderlich ist. Also das eben, wie gesagt, es geht ja nicht nur, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es geht ja nicht nur um das Thema Feuchte, also feuchte Luft austauschen gegen trockene Luft, sondern man muss natürlich auch eventuell Schadstoffe ablüften. Man muss, das ist vielleicht im Wohnungsbereich weniger ein Thema, aber einfach die CO2-Belastung in der Innenraumluft nimmt ja auch zu im Laufe der Nutzung. Und da muss man auch gucken, die CO2-Konzentration eine bestimmte Höhe hat, muss man sie auch quasi austauschen gegen Frischluft. Ne? Mhm. Auch wieder. Und das sollte man möglichst effizient machen, weil, ich hatte es ja eingangs gesagt, jedes Ersetzen der vorhandenen erwärmten Raumluft durch kalte Frischluft im Winter erfordert ja Heizenergie, ne? Damit ich wieder meine Solltemperatur erreiche von beispielsweise 20 Grad. Und deshalb gibt es so ein paar Tipps, wie man möglichst effizient lüften kann. Also grundsätzlich ist so, Stoßlüften ist immer besser als Quicklüften. Was noch besser ist, ist Querlüften. Also dass man wirklich gegenüberliegende Fenster hat und die dann aufmacht. Da reicht es dann auch im Winter, 5 Minuten quer zu lüften. Und dann haben sie schon einmal die Luft ausgetauscht. Also quasi einmal ersetzt durch die Frischluft. Ne? Also 5 Minuten am Tag wirklich? Oder mehrmals 5 Minuten am Tag? Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, also das, da müssen die, also am besten, da kann er auch helfen. Tatsächlich ist das immer schwierig. Also man muss tatsächlich sagen, das würde ich auch empfehlen, man kann, um das zu erlernen, also wir hätten jetzt bei 5 Minuten Lüften, hätten sie einmal die Raumluft ausgetauscht. Ne? Jetzt ist natürlich immer die Frage, ich hatte gesagt, die CO2-Konzentration, das ist immer schwierig zu messen. Oder beziehungsweise man hat da vielleicht noch nicht so ein Gefühl für, aber auch um das zu erlernen, vielleicht ist es auch hilfreich mit einem mit einer sogenannten CO2-Ampel zu. Die sind auch gar nicht so teuer, die sagen einem dann, wann die CO2-Konzentration so ist, dass man lüften muss. Mhm. Ne? Und genauso gibt es auch, das ist auch möglich, das auch in Kombination, ein Thermohygrometer, das heißt also, wir hatten das ja eben angesprochen, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Schwellwert übertroffen hat, dann sollte man ja auch lüften und da kann einem auch so ein Hygrometer, das misst also permanent die relative Luftfeuchtigkeit. Ne? Und das kann einem schon helfen, da so eine Strategie zu entwickeln, dass man wirklich auch nur so viel lüftet, wie wirklich notwendig ist. Gerade im Winter, um halt Heizwärme zu, Heizenergie zu sparen. Dann, ne? Also tatsächlich so, wie ich Sie verstehe, sich Hilfsmittel zu holen, wie ein Hygrometer beispielsweise, um das dann selber nachvollziehen, kontrollieren zu können und nicht jetzt rein nach dem Gefühl zu agieren. Ja. Das kann also, ja vielleicht auch ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem. Genau. Naja gut, bei CO2 merkt man es vielleicht schon mal dann auch. Irgendwann dann spricht man von verbrauchter Luft, obwohl das natürlich nicht ganz physikalisch nicht ganz richtig ist. Aber genau, da ist einfach zu viel CO2 dann in der Raumluft und das mindert die Konzentrationsfähigkeit oder wenn man so will. Ne? Vielleicht noch mal kurz zu dem Thema dann, wenn man so ein Hygrometer hat. Also wir sagen schon auch, wir hatten ja gesprochen von 20 Grad Raumlufttemperatur, wird von den meisten als behaglich empfunden. Bei der Luftfeuchte ist es so 50%, ist ein guter Wert. Also dauerhaft dann über 60% sollte man nicht gehen. Also das sind auch so Indikatoren. Genau, und das wird über den Hygrometer dann auch ermittelt und genau, also das sind so die Eckwerte, jetzt sage ich mal, die im Normalfall schon, womit die meisten, sage ich jetzt mal, der Bewohner, wo die entsprechendes Gefühl haben, dass sie sich behaglich fühlen und natürlich auch ist das ein Wert, jetzt gerade bei der Luftfeuchte, wo dann auch kein so hohes Schimmelrisiko ist. Ne? Mhm. Ja, weil wir haben gesagt, dieser Zusammenhang ist ja einfach da, hohe Luftfeuchte, dauerhaft und dann womöglich ungedämmte Gebäude, Raumecken, dann kann das schon zu Schimmel führen. Genau. Ja, das führt uns tatsächlich sogar schon zu dem Thema, da hatten Sie jetzt mit angefangen, nämlich welche praktischen Tipps es vielleicht gibt, die man schnell, recht unkompliziert oder sogar möglichst sofort auch umsetzen kann, und worauf man besonders achten sollte, wenn es jetzt um den Themenkomplex, ich sage jetzt mal Heizen, aber auch gerne erweitert im Bereich Energiesparen oder so gibt. Also was haben Sie da jetzt vielleicht auch aus Ihrer, ich sag mal, jahrelangen Praxis und Ihrer Beratung so parat? Wie kann man vielleicht Dinge, womit kann man anfangen, wenn man sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt? Genau, also da würde ich dann auch immer unterscheiden zwischen dem, was man wirklich beeinflussen kann und was nicht. Also Gebäudeeigentümer haben natürlich andere Möglichkeiten. Also ich denke, alles, worüber wir jetzt so gesprochen haben, war, weiß nicht, ob es so klar geworden ist, aber im Grunde auch ein Plädoyer für eine gute Wärmedämmung. Ne? Mhm. Und das ist so eigentlich so das Erste. Ne? Also das ist aber, wie gesagt, weiß ich auch, für einen Mieter, da hat er dann kaum Einfluss drauf. Aber das ist natürlich das, was ein Eigentümer machen kann. Was alle machen können, ist natürlich schon, ein paar Dinge hatten wir auch schon angesprochen, also was man an praktischen Tipps machen kann, um jetzt auch vielleicht jetzt auch sofort zu reagieren, jetzt wegen der hohen Energiepreise, die wir jetzt einfach auch schon haben. Ja, das sind zum Beispiel, wie gesagt, diese Sachen, dass man die Räume so temperiert, wie es der Nutzung entspricht, ne? Dass man die Türen schließt zwischen den Räumen, dass man aber guckt, dass die Temperaturdifferenz nicht zu groß ist, dann sollte man Heizkörper zum Beispiel freihalten. Also es ist tatsächlich, wenn man manchmal in Wohnungen kommt, dann denkt man, okay, dann sind dann schwere Vorhänge vor den Heizkörpern. Das mindert natürlich eine gute, effiziente Wärmeverteilung einfach. Oder dass man ein Sofa davor hat, sollte es zumindest, wenn es sich nicht anders machen lässt, einen guten Abstand haben zum Beispiel. Mhm. Also 30 cm Abstand beispielsweise, das ist dann tatsächlich schon besser. Ne? Was jetzt die, ansonsten ist auch die Frage,
inwieweit schließen die Fenster dicht. Also wir haben ja gesagt, lüften muss man, also nicht nur wegen der eventuell drohenden Schimmelproblematik, ja, lüften muss man auch einfach, um die sogenannte verbrauchte Luft zu ersetzen, und das sollte möglichst effizient sein, da haben wir drüber gesprochen, aber wir wollen ja keinen unkontrollierten Luftwechsel. Also in alten Gebäuden ist ja oftmals so, dass man eine Dauerlüftung schon einfach hat, weil die Fenster nicht richtig schließen. Also das ist so was, was man vielleicht als Mieter mal auch schon mal schauen kann. Und das dann entsprechend natürlich die Frage, ob man das dann in Eigenregie macht. Aber dann würde man sich mit dem Vermieter in Verbindung setzen, wenn man feststellt, dass die Fenster nicht schließen. Das kann jeder auch selber prüfen. Einfach mal ein Blatt Papier dazwischen klemmen, ja, und versuchen, das Papier dann im geschlossenen Fensterzustand herauszuziehen. Und wenn es sich zerstörungsfrei herausziehen lässt, dann weiß man beispielsweise, dass die Dämmung, die Dichtung nicht nicht mehr ganz in Ordnung ist. Also sowas will man auch vermeiden. Wir hatten es auch angesprochen, also Thema Nachtabsenkung. Also in der Gebäudetechnik, da hat man natürlich als Mieter meist nichts verloren. Das muss man natürlich mit dem Vermieter absprechen. Also Heizkennlinie einstellen, also Vor- und Rücklauftemperaturen. Also in die Gebäudetechnik reinzugehen, würde ich sagen, immer Sache des Vermieters, des Eigentümers. Ja. Den sprechen wir natürlich hier auch an. Genau, Nachtabsenkung hatten Sie angesprochen. Das sind alles so Tipps, die man vielleicht auch einfach mal den Heizkörper entstauben oder den Heizkörper mal entlüften. Ja. Also das ist ja auch schon, man merkt, die Rückseite des Heizkörpers beispielsweise wird nicht richtig warm, es gluckert in der Heizung, dann kann man den ja auch mal entlüften. Auch das müsste man streng genommen mit dem Vermieter absprechen, aber ich denke mal, der ein oder andere wird das wahrscheinlich auch in Eigenregie machen können. Ne? Mhm. Genau, wir hatten darüber gesprochen, also gut, grundsätzlich das Haus eigentlich gut gedämmt sein müsste, dann hat man eigentlich weder Schimmel noch, also dann hat man eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wenn man so will. Man reduziert die Heizkosten und man reduziert auch die Schimmelgefahr, weil einfach warme Wandüberflächen, die haben auch keinen in der Regel kein Schimmelbefall. Mhm. Ne? Und das ist das zu dem Thema. Dann das richtige Heizen und Lüften, das haben wir besprochen. Und ja, und was sich jetzt wiederum an Eigentümer richtet, ist dann tatsächlich das Thema, vielleicht eine Lüftungsanlage einzubauen. Also auch das da ist es dann wirklich sichergestellt, dass der erforderliche Luftwechsel automatisch stattfindet. Mhm. Ja? Und es spart auch noch Energie, weil dann im Normalfall eine Zu- und Abluftanlage hat auch eine Wärmerückgewinnung. Also das sparen Sie dann. Also es ist nicht so, wie wenn wir händisch lüften mit einem öffnbaren Fenster, wie es üblicherweise ist, was wir auch besprochen haben, ist es tatsächlich so, im Grunde ist es nicht mehr erforderlich, das Fenster zu öffnen und die kalte, quasi die warme Luft gegen kalte Luft auszutauschen und wieder zu erwärmen. Da ist es dann so bei einer Lüftungsanlage, dass Sie dann eine Wärmerückgewinnung haben. Das heißt, die warme Abluft wird an der Zuluft vorbeigeführt und übergibt die Wärme, die in der Luft kommt. Okay. Also das wäre natürlich was, ist mir auch klar, das ist was für ein Gebäude. Ist auch ein gewisser Eingriff, aber weil Sie mich so fragten, was ist eigentlich, was kann man eigentlich grundsätzlich tun? Also ist das, es ist jetzt kein praktischer Tipp, nachdem Sie jetzt natürlich gefragt haben, aber es ist immer noch was ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen wollte, tatsächlich, ne? Genau. Ich meine, das stell ich ja auch so in Ihren Antworten fest. Man muss sozusagen mehrstufig vorgehen. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die man versuchen kann, jetzt ganz akut und schnell zu regeln, und bestimmte Dinge, die ja auch dann perspektivisch sozusagen wirken oder wo man sich auf Dauer einstellt. In dem Zusammenhang hätte ich eine Frage noch, weil das jetzt zumindest in der Öffentlichkeit auch immer wieder aufgekommen ist. Es gibt ja verschiedene Arten zu heizen, je nachdem, woher man die Energie gewinnt. Im Moment ist ja vor allen Dingen Gas da im Fokus, wo die Preise so explodieren. Aber, oder sagen wir es mal so, dann boomen ja im Moment beispielsweise diese Radiatoren oder ähnliche Heizung. Wie würden Sie das denn energietechnisch bewerten? Könnte das eine Alternative sein, sollte sowas gerade keine Alternative sein, beispielsweise zur Gasheizung? Ja. Also aus unserer Sicht ist, also wenn Sie jetzt meinen, diese, Die Elektroheizer, die in den Baumärkten mittlerweile auch schon ausverkauft beispielsweise, genau, sind, richtig. Also die da mit Strom betrieben werden, und die sind sind eigentlich aus unserer Sicht keine Alternative. Es kann eine absolute Notlösung sein. Ich weiß, dass die Nachfrage kommt aus dem Bedürfnis heraus der Leute, dass sie halt vielleicht wirklich sich absichern wollen, dass es nicht womöglich dazu kommt, dass wir eine Gasmangellage haben, womöglich gar kein Gas mehr kommt, dass sie dann nicht im Warmen sitzen. Aber für den Dauerbetrieb als Ersatz ist vielleicht erstmal naheliegend, als Ersatz für eine Gasheizung oder eine gasbetriebene Heizung jetzt so ein Elektroheizgerät aufzustellen, ist tatsächlich
auch kostentechnisch keine Alternative, weil es ist immer noch wesentlich kostenintensiver. Also Sie bräuchten ungefähr, also wir haben das mal überschlagen, also Sie haben immer noch das Doppelte eigentlich an Energiekosten im Schnitt, was Sie brauchen, wenn Sie Ihre Wohnung mit so einem elektrischen Radiator beheizen wollen. Also von daher ist das eher wirklich eine Notlösung, wenn wirklich so gar kein Gas mehr ankommt am Haus. Also im Prinzip, so wie Sie schon sagten, mit dem, was wir haben, was wir bekommen, möglichst effizient und bewusst sozusagen umzugehen. Ja. Ich meine, im Grunde klar, der Weg geht natürlich dahin, sich von fossilen Energieträgern, welcher Art auch immer, dann zu trennen, ne, und umzustellen. Aber jetzt als Sofortmaßnahme ist dann sicherlich so ein Radiator, elektrisch betriebener Radiator, dann nicht der richtige Weg. Genau. Ja. Also geht es erstmal darum, einfach Energie zu sparen. Ne? Weil jede Kilowattstunde Heizenergie, die man einspart, egal wie sie erzeugt wird, ist halt gut. Ne? Ja. Ja. Und der Preis trotz aller Preisentwicklung, die wir jetzt verzeichnen, auch dieses Auf und Ab im Moment, also gerade Gas und Strom, das entwickelt sich ja nicht immer synchron, aber so je nachdem auch, welchen Vertrag man gerade hat, was man da für Preise hat, entsprechend seines Vertrags, den man da geschlossen hat, ist es immer noch so, dass aber so nach unserer Beobachtung diese Differenz zwischen Strom und Gas immer noch der Faktor 3 ist. Also die Kilowattstunde Strom ist im Schnitt dreimal so teuer wie die Kilowattstunde Gas. Und das muss man halt berücksichtigen. Und das spielt dann halt rein bei den Elektroradiatoren, dass sie dann auch so kostenintensiv sind im Vergleich. Ne? Gut, ja, damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende angelangt. Also wir konnten ja jetzt erstmal auch nur so ein, ich sag mal, groben Überblick oder kleinen Einstieg in das Thema nehmen und hoffe, oder was heißt ich hoffe, also ich weiß auf jeden Fall, dass wir auch einige wertvolle Informationen jetzt mitnehmen konnten, auf was man insbesondere auch achten soll. Wie sieht das denn aus, wenn man gerne sich noch weiter zu den Themen Heizen und auch Schimmel beispielsweise informieren kann, weil es kann ja dann auch vorkommen, dass jemand tatsächlich gerade auch in der Vergangenheit es schon dazu geführt hat, dass beispielsweise Schimmel aufgetreten ist oder ähnliches. Und da wäre meine Frage an Sie, wenn man sich also entweder mit dem Thema Heizen weitergehend beschäftigen möchte oder aber auch das Thema Schimmel jetzt vielleicht akut auftritt, wo kann man sich da weitergehend informieren? Was kosten vielleicht auch solche Angebote und wie findet man richtige Ansprechpartner? Mhm. Das ist in der Tat auch gerade zum Thema Schimmel immer die Frage, die natürlich an uns herangetragen wird. Vorab vielleicht, also wir als Verbraucherzentrale geben natürlich auch Tipps. Also wir sind da auch in dem Bereich ganz gut aufgestellt. Also wir haben vielfältige Informationen auch für Betroffene zusammengestellt auf unserer Homepage. Gibt auch eine ganz schöne Broschüre auch zu dem Thema. Wohnen ohne Schimmel, die kann man sich auch auf unserer Seite herunterladen. Das ist eigentlich im Grunde das, alles, was wir besprochen haben, auch nochmal dargestellt. Und darüber hinaus, hatte ich ja eingangs auch gesagt, stehen wir auch mit individueller Beratung zur Verfügung. Wir können Ihnen natürlich nicht einen Schimmelschaden beseitigen, aber wir können Ihnen tatsächlich auch, also wir können den Ratsuchenden auch helfen bei der Frage, wie finden wir die Experten oder die richtigen Fachkräfte, die das auch fachmännisch beseitigen können. Also wir wissen auch, dass das Thema Schimmel, gerade wenn Schimmel da ist, auch hoch emotional ist und oft auch für Streit sorgt, ja, weil es oft ja auch ein Thema ist zwischen Vermieter und Mieter und steht relativ schnell auch die Schuldfrage im Raum. Also wir wissen, dass es relativ hoch emotional ist, aber auch da vielleicht jetzt mal unabhängig davon, wo einem weitergeholfen wird, auch da erstmal Ruhe bewahren. Also auch Schimmel ist für die meisten Menschen jetzt nicht direkt, also für gesunde Menschen nicht direkt auch eine Bedrohung. Natürlich hat man als Mieter Anspruch auf eine schimmelfreie Wohnung, aber in den meisten Fällen, wenn man nicht eine Vorschädigung hat, Asthma beispielsweise, dann ist es auch so, klar sollte man die Ursache erstmal finden und dabei braucht man Hilfe, ne? Und dann sollte man es beseitigen, möglichst schnell. Das hat in der Wohnung nichts verloren, aber Ruhe bewahren gilt auch da. Wir selber haben auch, weil wir wissen um die Problematik, sind Mitglied im Schimmelnetzwerk NRW. Da gibt es auch in verschiedenen Kommunen auch runde Tische zu dem Thema. Auch hier in Oberhausen gibt es da Hilfe, also auch regelmäßig Veranstaltungen. Zum Energiesparen allgemein ist ja unser Angebot, ich hatte es ja eingangs auch dargelegt. Also wir haben da, wie gesagt, Videoberatungen, Vorträge, Telefonberatungen, stationäre Beratungen.
Also da haben wir schon eine Menge, denke ich. Also man kann da uns direkt auch kontaktieren, also man kann uns anrufen. Natürlich ist es nicht in jeder Kommune so. Also in Oberhausen sind wir da ganz gut aufgestellt. Da können Sie uns tatsächlich anrufen, auch einen Termin vereinbaren. Also und ja, und ansonsten läuft im Moment auch viel an Online-Vorträgen zum Thema Energiesparen, können Sie sich vorstellen. Also wir haben da das Angebot doch stark erhöht, einfach weil die Nachfrage auch extrem ist und wir nicht jeden individuell beraten können, wobei wir uns da alle Mühe geben, das auch zu tun. Genau, aber da ist unser Klientel tatsächlich so, der selbstnutzende Einfamilienhausbesitzer, der wirklich auch willens ist, was zu tun, sprich das Gebäude zu dämmen, eine Heizung zu installieren. Aber wir vergessen auch die Mieter nicht. Ne? Also das auch. Und wenn es auch Ärger gibt mit dem Vermieter, gibt es tatsächlich auch noch bei uns in der Beratungsstelle eine Mietrechtsberatung, auch noch in Zusammenarbeit mit dem Mieterverein. Ne? Also ich denke, also auf der Homepage gucken. Und wenn man nicht weiterkommt, ich denke, es sind viele Infos zum Thema, uns einfach kontaktieren per E-Mail oder per Telefon. Ich gucke gerade noch mal hier, ob ich noch irgendwas vergessen habe an unserem Angebot, weil das ist wirklich recht viel, muss man sagen, zum Glück. Und die Energiesprechstunde natürlich. Ja, und die meisten Sachen sind tatsächlich kostenlos, weil wir dann natürlich entsprechend unterstützt werden, auch von Seiten der Kommune und des Landes. Ne? Ja, genau. Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Für die ausführlichen Informationen und für das Gespräch. Und ja, an Sie, die den Beitrag gucken, es gibt hier viele Angebote. Jetzt hoffentlich wissen Sie auch von einigen. Und wenn Sie Bedarf haben, wenden Sie sich einfach an die Verbraucherzentrale. Die können Ihnen sicherlich weiterhelfen. So, das war's. Danke.